Ein einsames Bauernhaus in einer anderen Welt. Vor einigen Monaten. Ein kleiner Junge namens Runt versucht einen Weg in die Mysterien der Magie zu finden. Dies ist eine dramatische Stelle, also mach das Beste draus. Thank you.
Und damit herzlich willkommen, Adventuresoft presents Simon the Sorcerer 2. Wir sind wieder zurück. Ich habe den ersten Teil schon gespielt und jetzt wollen wir uns dem zweiten Teil widmen. Ein Spiel, das ich in meiner Kindheit unglaublich oft gezockt habe. Und ein Spiel, das unglaublich angefüttert ist mit Anspielungen, die hier schon losgingen. Von Narnia über den Schicksalsberg bei Herr der Ringe. Ja, das wird wieder lustig und Simon the Sorcerer ist super, die ersten zwei Teile. Und ich freue mich total, Hallo, eigentlich das jetzt Simon zu spielen. Man. Was haltet ihr von meinem neuen Outfit, ha? Super, schön. Gefällt mir ehrlich gesagt besser als das Lila, ne? Aber ich kenne ihn auch halt so, weil ich den zweiten Teil schon ganz oft gespielt habe. So, ja, also Simon ist wieder zurück in der Magiewelt, weil Sordid, der ja im ersten Teil getötet wurde, nun mit finsteren Machenschaften es bewerkstelligt hat, Simon über einen Kleiderschrank. Meine Damen, wir beginnen mit leichten Springübungen. Ja. Schön, dass selbst hier die Brüste wackeln. Einige Dehnübungen. Nach links, nach rechts, nach links, nach rechts. Und morgen wieder um dieselbe Zeit. Schön. Schalt mal um, Feger. Gut, also Sordid hat es mit... Ich quatsch jetzt einfach mal drüber. Sordid hat es mit dunklen Machenschaften geschafft, Simon über den Wandschrank wieder in die Welt zurückzuholen. Oh. Der ja auch im ersten Teil schon war. Und so müssen wir jetzt irgendwie wieder zurückkommen. Das wird knifflig und ja. Als Computer-Megastar ist wirklich hart. Das glaube ich dir gern. Und wir haben ja schon gesehen, Sordid meinte sich gut mit Simon. Für einen Fruchtbiskuitkuchen brauchen wir 1 Pfund gemischte Früchte nach Wahl. Den Biskuitteig haben wir gerade gemacht. Nun nehmen wir 200 Gramm Schlagsahne. Rühren alles zusammen, bis es schön cremig ist. Heizen Sie Ihren Backofen auf 200 Grad vor und stellen Sie die Schüssel in den Ofen. Spring mal zum Kühlschrank, okay? Ich habe plötzlich Gelüste auf einen riesen Eisbecher. Gut, der Mann. Los, gib her. Na gut, das bedeutet Krieg. Ja, natürlich auch der Besen und die Axt, eine komm kleine Anspielung her, auf komm den Zauberlehrling. Aber das hat also eigentlich gar nichts mit dem Spiel zu tun, das wo ist eigentlich mal wieder bloß so ein Vorgeplänkel. Ich dachte mir, ich lasse es trotzdem einfach mal mitlaufen, weil ich das im ersten Teil auch schon getan habe und aha, weil es halt irgendwie mit dazugehört. Aber wir werden uns natürlich so bald wie möglich ins eigentliche Spiel stürzen. Ich glaube, dem habe ich es gezeigt. In nächster Zeit brauchen wir bestimmt kein Brennholz. Und Überraschung, aus einem Feger werden Hunderte. Jetzt geht es endlich los. Der Vorspann ist vorbei. Und Simon kommt wieder in die Welt der Magie. Großvater, komm schnell! Und schon gibt's das erste Wiedersehen. Aber das bist ja du schon wieder. Währenddessen in Sordids Todesfestung. Ich kann es nicht glauben. Was ist geschehen, o Ehrwürdiger? Dieser teuflische Schrank ist irgendwo anders gelandet. Warum passieren solche Sachen immer nur mir? Schon mein ganzes vergangenes Leben lang hatte ich kein Glück. Es fing schon an, als ich noch ein Baby war. Mein Vater, immer. Oh, Meister. Ja, Entschuldigung. Wo war ich stehen geblieben? Beim Rasen und Toben, oh Großer und Mächtiger. Oh ja, schicke die Golems, um ihn zu holen. Es sind Gargoyles, oh Großartiger. Golems, Gargoyles, was macht das schon? Nun, Meister, Gargoyles, auch Wasserspeier genannt, sind... Einfach, was ich dir befohlen habe, hörst du? Ja, oh Geduldiger. Ich kriege dich schon, Junge. Und wenn es das letzte...
Beste ist, was ich jemals vollbringe. Toten aufzuerstehen. Haha, Meister! Immer langsam, immer langsam. Was ist hier eigentlich los? Oh, Simon, ich bin so froh, dass es dir gut geht. Persönlich, Opie, aber ich kenne dich nicht. Und woher weißt du meinen Namen? Ich bin Calypso. Weißt du nicht mehr? Du hast mich im letzten Spiel gerettet. Du meinst, das hier ist eine Fortsetzung? Ich fürchte ja. Na, wunderbar. Der Morgen fängt ja gut an. Okay, altes Haus. Wen soll ich diesmal retten? Eine zahnlose Prinzessin oder einen arbeitslosen Fußballtrainer vielleicht? Ich habe dich nicht hierher gebracht. Du bist damit angekommen. Was? Mit dem Schrank? Es mag vielleicht wie ein Schrank aussehen. Was daran liegen könnte, dass es ein Schrank ist? Nein, eigentlich ist es mehr ein magischer Teleporter. So eine Art Dimensionstor. Scheinbar hat ihn jemand zu dir geschickt, damit du in unsere Welt gelangst. Na gut, soweit kann ich folgen. Dann sei jetzt aber bitte so nett und schicke mich damit wieder zurück, okay? Das ist leider nicht so einfach. Warum wusste ich nur, dass er das sagen würde? Um nämlich die 1.21 Gigawatt Leistung zu erzeugen, die dazu notwendig sind, brauchen wir einen ganz speziellen Treibstoff. Er nennt sich Bedfull. Bedfull? Meinst du nicht Dread? Nein, nur Bedfull verleiht selbst Schränkenflügel. Okay, wo kann ich hier welches herbekommen? Dummerweise ist es ziemlich selten. Möglicherweise bewahrt der König einige Dosen in seiner Schatzkammer auf. Na, prima. Ich repariere in der Zwischenzeit den Schrank, während du es besorgst. Hört sich nicht so an, als würde das sehr lange dauern. Okay, dann werde ich mal dieses blöde Schloss suchen. Und damit beginnt das Abenteuer für uns. Wir müssen also eine Dose Energy Drink für Schränke suchen. Was auch immer. Bedfull eben. Und das Schloss ist auch wahnsinnig schwer zu finden. Ne? Irgendwie. So, bevor wir uns aber auf den Weg machen. Calypso kennen wir aus dem ersten Teil. Das war der junge Mann, der uns überhaupt erst dort mit unserer Mission vertraut gemacht hat, dass wir Sordid aufhalten sollen. Ich weiß aber gar nicht mehr, haben wir den persönlich getroffen? Ne, wir haben, glaube ich, bloß seinen Geist getroffen, oder? Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Ist schon wieder ganz lange her. Ich glaube, es ist 2 Jahre her, dass ich Simon Sorcerer 1 Let's Played habe. Und es ist bestimmt mindestens 5... Ja, ich mach gleich los, Simon. Es ist bestimmt mindestens 5 Jahre her, dass ich Simon Sorcerer 2 das letzte Mal gespielt habe. Das heißt, ich habe das zwar schon 1000 Mal gespielt und weiß ungefähr, was wie kommt, aber mal schauen, ob ich wirklich noch zusammenkriege, was wir brauchen, um an bestimmten Stellen voranzuschreiten. Werden wir sehen. Auf jeden Fall werden wir, bevor wir uns auf zum Schloss machen, erstmal hier ein bisschen umsehen. Und wir sehen auch, das Menü hat sich ein bisschen geändert. Im ersten Teil standen hier noch Wörter, sowas wie Rede, Benutze, was haben wir noch, Nimm und Verschiebe, Öffne. Hier sind es jetzt Zeichen, die aber letztendlich genau dasselbe bedeuten. Und es steht halt auch immer noch mal da, wenn man mit dem Cursor drauf geht, steht dann hier halt Schaue an. Oder Schaue an. Oder Schaue an. Achso, da werden die Zeichen wahrscheinlich angeschaut, ich weiß es nicht. Genau, wenn wir draufklicken, dann steht das da, was wir eigentlich haben hier. Und los geht's. Wozu soll ich unnötigen Ballast mit mir herumschleppen? Weil du im ersten Teil eine Leiter in deine Mütze reingesteckt hast. Aber gut, schauen wir es uns einfach an. Wenn er nicht mitnehmen will, was an der Wand hängt, ist mir auch recht. Da steht, dass hier ein Wettbewerb stattfindet, um den neuen Hofzauberer zu ermitteln. Ja, das wird später noch Bedeutung haben, jetzt natürlich erstmal nicht. Wir gehen erstmal in Calypsos Magie-Imperium rein. Und wir sind tatsächlich, auch wenn es nicht so aussehen mag, in derselben Welt wie im ersten Teil. Nur hat sich
diese mittlerweile auch ein bisschen weiterentwickelt und mittlerweile hat sich eine Stadt gebildet, dort wo vorher nur ein kleines Dorf war. Und die Stadt ist ein wenig verrückt, sage ich mal, ne? Werden wir aber noch sehen. Erstmal nehmen wir hier alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist. Und das sind meines Erachtens nach zwei Gegenstände. Und zwar einmal der Farbstoff, der hier liegt. Kann ich das hier mitnehmen? Natürlich. Steck's einfach rein. Gar nicht erst fragen. Und zum Zweiten, hier ist ansonsten, glaube ich, nix. Zum Zweiten Alex natürlich. Nein, Alex ist übrigens, was, die Tochter? Die Nichte? Irgendeine Verwandte von Calypso. Und Simon findet die total toll. Und der Baseballschläger, der ist das zweite Ziel, das wir hier noch mitnehmen können. Und nachdem wir uns jetzt ein bisschen ausgestattet haben... Kann ich das hier mitnehmen? Natürlich. Können wir dann auch mit den beiden mal reden? Fragt mich nicht, wieso es Baseballschläger in dieser Welt gibt, denn ich habe hier niemanden jemals Baseball spielen sehen. Aber Logik ist auch nicht so wichtig in dem Spiel, sag ich mal, ne? Das ist quasi die Urmutter der Fantasy-Persiflagen, die alles aufs Korn nimmt, also schon allein der Titel, den ich jetzt gerade gar nicht mehr zusammenkrieg, der irgendwie der Löwe, der Wandschrank und noch irgendwas ist schon mal eine Anspielung auf Narnia und natürlich halt auch der Schrank schlägt genau in dieselbe Richtung ein. Also bei Narnia gehen die Kinderchen ja auch über den Schrank dann nach Narnia. Und so werden wir überall ganz viele Anspielungen sehen. Ist also quasi die Großmutter von Book of Unwritten Tales und ähnlichen Geschichten. Ich werde sicherlich nicht alles mitkriegen, aber wenn ihr irgendwelche Anspielungen seht, dann weist mich gern drauf hin. Gut, und damit sprechen wir dann erstmal hier mit unseren engsten Verbündeten, weil bislang einzigen Leuten, die wir hier getroffen haben. Hi! Wie kommst du voran? Bislang gar nicht, würde ich sagen, ne? Oh, ich bin über den Berg. Von nun an geht's. Natürlich, in den letzten 2 Minuten. Ja. Hast du irgendwelche Hinweise für mich? Nein, ich fürchte nicht. Dennoch, wenn du in deinen Körper hineinhorchst und... Vergiss es, okay? Ich habe dich nach einem Hinweis gefragt und nicht nach dem Weihnachtsmann. Sehr gut, tapferer Wanderer. Und mögen dich Weisheit und Mut auf deinem Weg. Bei dem ist Reden zwecklos. Ja, Calypso ist auch schon ein bisschen senil, mit dem werden wir nicht allzu viel anfangen können, der wird uns nicht so viele Hinweise geben. Aber gut, Simon ist natürlich auch nicht der beste Zuhörer, muss man auch zugeben. Hi. Hallo. So, was haben wir denn da Schönes? Ach, die Enkeltochter, alles klar, die Enkeltochter, natürlich, Tochter wäre ein bisschen seltsam bei dem alten Mann. Aber gut. Die zweite finde ich gut. Die zweite gefällt mir. So, ach, ich kann das gar nicht. Na gut. Schön, ein Mädchen zu treffen, das seinen Aufgabenbereich kennt. Ich mache sauber, um Großvater zu helfen. Er ist so nett zu mir und er hat mir alles über dich erzählt. Ich dachte, ich kann ja mit den Nummern direkt auf der Tastatur das auswählen, aber irgendwie scheint es nicht zu funktionieren. Das ist aber schade. So, hat er dir erzählt, dass ich Gemüsehändler bin, mit einem speziellen Interesse an Melonen? Ja, zwinker, zwinker, ne? Großartig. Das zweite finde ich gut. Dann weißt du sicher auch, dass ich einen großen Zauberstab besitze. Er sagte mir nicht, dass du so ein Flegel bist. Oh, ich wärme mich gerade erst auf. Oh, na gut, dann machen wir uns mal vom Acker. Letztendlich gibt es hier mit den beiden nichts zu besprechen. Hier kommen wir auch nicht mehr rein, weil man den Wandschrank formschön genau in den Weg gestellt hat.